Sabrina Schleicher und ich spreche für die Piratenpartei, die sich an diesem Aktionsbündnis beteiligt. Mit meinen 18 Jahren wird mir oft gesagt, ich stünde am Anfang meines Lebens. Und richtig, ich denke besonders dieser Tage viel über die Zukunft nach. Was ich lese und höre, macht mich richtig sauer. Denn zum Beispiel der kanadische Bundesstaat Quebec hat in einer Volksabstimmung härtere Auflagen für Fracking durchgesetzt. Wohlgemerkt per Volksabstimmung. Für uns in Deutschland ist sowas ja immer noch eine sehr ungewohnte Idee. Aber sicher etwas, was ich in meinem Leben unbedingt ausprobieren möchte. Jetzt gehört Kanada der nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA an. Die haben damals auch so einen tollen Vertrag gemacht, der den Bürgern so verkauft wurde, dass alle nur Vorteile hätten. Ihr fragt euch jetzt, was hat das mit dem Volksentscheid zu tun? Naja, Kanada ist gleich danach von einem US-Fracking-Unternehmen verklagt worden, weil es meint, die Volksabstimmung würde die Profite verhageln. Schlimm genug, könnte man meinen. Aber es kommt noch viel besser. Die haben nicht etwa vor einem öffentlichen Gericht geklagt. Nein, nein, nein. Denn wie in Zukunft bei TTIP und Co. haben sich weder Gerichte noch Parlamente um die Klage gekümmert, sondern ein sogenanntes Schiedsgericht. Da treffen sich dann ein paar Anwälte und setzen sich in Hinterzimmern über Gesetze und über das hinweg, was das Volk will. Das Ganze nennt sich Investorenschutz. Nun frage ich euch, wovor wollen diese Investoren geschützt werden? Als einzig logische Erklärung gibt es für mich nur, dass Unternehmen anscheinend die ordentliche Gerichtsbarkeit in einer Demokratie zu gefährlich geworden sind. Dass die Beteiligten an solchen Abkommen Demokratie nicht leiden können, zeigt auch die Art, wie aktuell TTIP, CETA und Co. verhandelt werden. Und zwar ohne Öffentlichkeit. Die Vertragstexte versucht man geheim zu halten, selbst vor den Parlamenten. Was wir zu hören bekommen, sind allenfalls fade Werbebotschaften. Es wird uns allen besser gehen. Die Verträge sind gut für die Wirtschaft. Es wird Wachstum geben. Alles frei nach dem Motto, lasst sie im Dunkeln und malt ihnen schöne Zukunftsfantasien. Wer sich so verhält, kann nicht erwarten, dass wir ihm vertrauen. Ich jedenfalls tue es nicht. Und wenn ich mich hier so umschaue, sehe ich auch bei euch, dass ihr genau dieselben Zweifel habt. Aber auch mir ist klar, dass es darauf ankommt, gut zu wirtschaften, damit Zukunft gestaltet werden kann. Aber wir müssen uns dagegen wehren, dass Wirtschaftsinteressen über Gemeinwohlinteressen und über die Freiheit und Beteiligung an demokratischen Prozessen gestellt wird. Ich will nicht in einer Zukunft leben, in der Staaten, Länder oder Kommunen erpressbar sind, weil Investoren mit Klagen drohen, wenn sie in der Gesetzgebung nicht gefällig sind. Ich will auch nicht in einer Zukunft leben, in der geheim gehalten wird, was bei der Bevölkerung nicht gut ankommt. Und in der Unternehmen und Lobbyisten mehr Gewicht haben als der Souverän, das Volk. Stoppt diesen Ausverkauf. Unsere Demokratie ist keine Handelsware. Bei TTIP, TISA und CETA gibt es keine Minimalkorrekturen. Bei allen drei ist schon das Fundament kaputt. Für diese Freihandelsabkommen gibt es nur einen demokratischen Weg. Und zwar direkt in die Mülltonne. Jawohl. Deshalb, lasst uns weiterkämpfen. Lasst uns gemeinsam TTIP, TISA, CETA und was auch immer noch dazukommen mag, verhindern. Stopp TTIP! So, liebe Leute, jetzt